Die meisten der Flüchtlinge in Palabek sind Kinder und Jugendliche. Unter ihnen sind mehr als 1800 Mädchen im Alter von 12 bis 18 Jahren, die bereits Mütter sind. Eine von ihnen ist Doris Aketowanga. Ihr Baby ist knapp ein Jahr alt. Ich war 16, als ich schwanger wurde. Der Bursch, mit dem ich zusammen war, hat mich sofort verlassen und ließ sich seitdem nicht mehr blicken. In Uganda ist der Beischlaf mit Minderjährigen per Gesetz verboten. Er hat Angst gehabt, ich würde ihn anzeigen. Dann bin ich aus der Schule geflogen, weil Schwangere in Uganda nicht in die Schule dürfen. Das Flüchtlingslager Palabek erstreckt sich über eine Fläche von 400 Quadratkilometern. Es ist in viele Dörfer aufgeteilt. Dort bekommen Familien kleine Grundstücke zur Verfügung gestellt, wo sie Hütten bauen und kleine Gemüsegärten anlegen dürfen. Zusätzlich werden sie monatlich mit 2,5 Liter Speiseöl und 5 Dollar unterstützt. Dafür kann man beispielsweise ein Huhn kaufen. Darüber hinaus erhält jeder Geflüchtete 3 Kilogramm Mais von der UNO. Diese Hütte hat Doris Aketowanga zusammen mit ihrem Bruder gebaut. Bis auf meinen Bruder unterstützt mich niemand. Hier ist jeder glücklich, der sich einmal am Tag eine Mahlzeit leisten kann. Für die UNO-Hilfe sind wir dankbar, aber die reicht nicht aus. Täglich sind wir bemüht, Arbeit zu finden, um etwas zu verdienen. Nicht selten gehen wir mit leerem Magen ins Bett und hoffen auf ein besseres Morgen. Stella Conway leitet ein Hilfsprojekt des römisch-katholischen Salesianerordens Don Boscos in Palabek. Im Besonderen versucht man hier, minderjährige Mütter zu unterstützen. Man stellt den Mädchen und jungen Frauen Grundstücke zur Verfügung, wo sie Gemüse und Obst anbauen und verkaufen können. Ein grundsätzliches Problem, das wir hier alle haben, ist die fehlende Möglichkeit, Geld zu verdienen. Kaum jemand hat hier einen Job. Wir brauchen aber das Geld, um zu überleben. Die Männer stehen herum auf der Straße, betrinken sich und überlassen die gesamte Verantwortung den Frauen. Wir Frauen müssen uns um alles kümmern, um den Haushalt, das Essen, die Schulgebühren, für die Kinder, einfach um alles. Die gesamte Verantwortung wird uns Frauen aufgebürdet. Am Rande des Flüchtlingslagers Palabek haben die Salesianer Don Boscos ein Ausbildungszentrum aufgebaut. Hier können sowohl Geflüchtete als auch Einheimische 8 verschiedene Berufe erlernen. Dabei wird besonders auf minderjährige Mütter geachtet. Der Schuldirektor weiß um die Schwierigkeiten, denen Mädchen und junge Frauen im Flüchtlingslager ausgesetzt sind. Die minderjährigen Mütter werden sehr oft von den Jungs, die sie geschwängert haben, verlassen. Wir stellen fest, dass minderjährige Mütter immer wieder auch von ihren Eltern abgestoßen werden. Die meisten Mädchen werden geschwängert, weil sie auf der Suche nach Geld für die Finanzierung ihrer Ausbildung sind. Dabei gehen sie oft den Männern auf den Leim. Vorerst versprechen ihnen die Männer alles, nur um mit ihnen Sex zu haben. Sobald sie aber schwanger werden, laufen sie von ihnen weg. Ja, einige der Schwangerschaften bei den minderjährigen Müttern kommen auch durch Vergewaltigungen zustande. Sehr oft wird das aber nicht bei der Polizei gemeldet, weil die Mädchen sich dafür auch noch schämen. Die 17-jährige Alice Afghani hingegen liebt ihren Ehemann. Aber auch er ist minderjährig. Die beiden haben kein Einkommen und können sich und ihr Baby kaum ernähren. Das größte Problem, das ich und mein Mann haben, ist die fehlende Nahrung. Wir können maximal einmal am Tag essen.
Besonders schlimm daran ist, dass ich oft zu wenig Muttermilch für mein Baby habe. Was anderes zu essen, kann ich meinem Baby aber auch nicht anbieten. Wir haben nichts. Entlang der Straßen in Palabek sitzen Frauen und brechen Steine in der prallen Sonne, um sie als Baumaterial zu verkaufen. Wenn sie Glück haben, bringt ihnen die Arbeit etwa $6 im Monat. Damit können sie 10 Kilo Bohnen kaufen. Geld für die Ausbildung ihrer Kinder, etwa für Schulgebühren, bleibt dabei aber nicht über. Ich bin glücklich, dass ich hier im Ausbildungszentrum von Don Bosco die Maurerausbildung machen darf. Dafür muss ich nichts zahlen. Meine Eltern, aber auch niemand anderer im Dorf, ist in der Lage, die Schulgebühren in den öffentlichen oder in Privatschulen zu bezahlen. Der Salesianerorden Don Boscos hat in Palabek mehrere Kindergärten gebaut. So können Frauen nach einer Arbeit suchen oder sich ausbilden lassen und ihre Kinder versorgt wissen. Ich glaube, wenn die Menschen hier mehr Land zur Verfügung hätten, könnten sie ihre Nahrung selber produzieren. Darüber hinaus gibt es in Palabek und in der Umgebung zu wenig Schulen, wo Eltern ihre Kinder hinschicken können. Lilian Safa ist noch keine 17, ihr Baby erst 5 Tage alt. Ich bin noch in der Ausbildung zur Schneiderin und mein Mann ist Religionslehrer. Ich weiß, wir werden es schwer haben, weil es keine Jobs gibt, wo wir ordentlich verdienen könnten. In der Kinderkrippe des Ausbildungszentrums von Don Bosco in Palabek werden 22 Babys von minderjährigen Müttern betreut. Auch das Mädchen von Doris Aketowanga. Ich hoffe, dass ich nach der Ausbildung eine Arbeit bekomme. Dann hätten ich und mein Mädchen eine Zukunft.